Was soll man machen, wenn der Mann mit der Frau keinen Beischlaf begehen will, wenn sie es möchte? Ist es ihr Recht? Natürlich. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, und geht mit ihnen in guter Art und Weise um. Und dazu zählt vieles, unter anderem auch, dass natürlich das Recht von den Frauen ist, dass man ihnen beim Beischlaf beiwohnt. Das ist nicht nur, dass ein Mann sagt, okay, wenn er jetzt das Bedürfnis hat, dass die Frau dann kommt, das ist in Ordnung, walhamdulillah rabbil alamin. Es gibt auch, liebe Geschwister, sage ich euch ganz ehrlich, diese Islamhasser und leider viele Muslime, die sich betrügen gelassen haben von den Islamhassern, die sagen dir, ja, wenn der Mann die Frau ins Bett ruft, dann sollte die Frau kommen. Was ist das? Ist sie seine Sklavin? Wir sagen ihnen, du bist ein Jahil. Denkst du, der hat geheiratet nur, um eine bessere Steuerklasse zu bekommen? Denkst du, das war sein Anliegen? Ja? Sondern natürlich, ein Mann heiratet auch deswegen. Das ist normal und man soll sich auch schützen vor der Fitna. Aber genauso, wenn eine Frau, aber es gibt hier keine Androhung von Allah oder seinem Gesandten, wenn eine Frau ein Bedürfnis hat, dann sollte der Mann diesem Bedürfnis nachkommen, weil auch die Frau dieses begehrt. Und das ist ein ganz normales Bedürfnis, sowohl von Männern als auch von Frauen. Und hier sollte der Mann nicht ungerecht sein. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Nein.